Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe es mal wieder getan. Was soll ich sagen? Ich war mal wieder bei Amazon shoppen. Es hat mehrere Gründe, die ich euch auch natürlich gleich in dem Video verraten werde. Als allererstes packen wir die Bilder mal weg, die zeige ich euch gleich. Ich möchte mit euch erstmal das große Paket auspacken. Und ihr seht schon, die Hinweise sind geil. Also bitte nicht drauf rumtrampeln, ist auch sehr wichtig, weil da ist nämlich was Feines drin, was mir hoffentlich das Leben beim Painten ein bisschen vereinfacht. Schaut mal. Oh, ich fällt gerade alles runter. So. Und vielleicht kann man gleich sehen, was es ist. Einmal das kommt raus. Kommt nicht so weit weg. Und dann könnt ihr schon sehen, es ist was Elektrisches. Einmal, zweimal. Das muss mit raus. Das muss mit raus. Oh, ein Schraubendreher ist hier unten auch mit drin. Kommt mit raus. Ups. Ein paar Schräubchen kommen noch mit raus. Ich packe schon mal alles auf die Seite, weil dann können wir den Karton nämlich gleich wegtun. Und dann kommt das Wichtigste, sowas Gebogenes. Ha. Und die ein oder anderen von euch wissen vielleicht schon, was es ist. Ich glaube, mehr ist hier nicht drin. Das heißt, den Karton kann ich nämlich jetzt wieder auf Seite räumen. Der Karton ist auf der Seite und ihr seht, was es ist. Es ist eine LED-Lampe, eine gebogene. Ich weiß, dass einige von euch die schon ausprobiert haben und ich habe die gesehen und habe gedacht, genau das ist eventuell genau die Lösung meines Problems. Aktuell zum Drehen habe ich da eine Monsterlampe an und da eine Monsterlampe an. Ich habe zwar auch noch ein Deckenlicht, das ist aber nicht so hell, als dass ich immer dabei gutes Paintlicht habe. Und eine einzelne Lampe hat immer den Nachteil, dass es immer von einer Seite irgendwie kommt und nicht wirklich gut ausleuchtet. Ich habe die Hoffnung, dass mit dieser LED-Lampe, die quasi von der einen Ecke ringsherum zur anderen Ecke voll mit LEDs ist, dass die ein richtig geiles Licht gibt, sodass man von allen Seiten gut ausgeleuchtet ist und keine Schatten hat. Und dass man dann dabei gut auch painten kann, weil man die Symbole halt besser sieht, weil man keine Schattenbildung auf dem Bild hat. Das hat man nämlich oft, wenn man eine kleine Lampe irgendwo stehen hat und die zwar von links oder rechts leuchtet und je nachdem, wo man dann paintet, hat man das Problem, dass man dann immer so auch Schattenbildung hat. Es sei denn, man hat sein Zimmer so hell ausgeleuchtet. Ja, aber sorry, die Festbeleuchtung kostet natürlich auch eine Menge Strom, sind wir mal ganz ehrlich. Und wer hat heute denn noch jede Menge Strom? Geld zu verschenken? Ich nicht. Demzufolge muss eine platzsparendere Möglichkeit her, die man auch schnell wieder auf- und abbauen kann und woanders hinstellen kann. Ich habe nämlich die Möglichkeit, meine tatsächlich hinter meinen Monitoren zu verstecken. Ich habe hinter meinem Monitor ungefähr noch so viel Platz. Das heißt, die könnte ich auch dahinter stellen, hinter die Monitore. Und da würden sie also auch keinen Platz wegnehmen. Die Katze würde es nicht runterpfeffern. Und wenn ich es brauche, kann ich es einfach wieder nach vorne heben. Kann ihn ganz normal aufs Bild stellen, links und rechts. Ich messe euch mal aus, wie viel Zentimeter wir von links nach rechts haben. Und zwar passt das auf eine Breite von ungefähr 66 cm. Also wenn ihr ein Bild habt, was nur 50 x 70 ist, passt das quasi noch genau dazwischen. Perfekt. Ansonsten müsstet ihr das Bild immer rutschen, ist aber auch kein Problem. Schaut mal, wir haben hier auf jeden Fall Füße mit Gummi. Ich muss mal gleich mal nur gucken, wie rum die, ob ich glaube, die kommen so hin. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall noch so gummierte Füße, dass ihr auch keine Sorgen haben müsst, dass wenn ihr einen Holztisch habt, dass euch das irgendwie derart zerkratzt. Was ihr natürlich aufpassen müsst, dass ihr das nicht auf eine geöffnete Klebefläche stellt. Was ihr machen könntet, ist euch einfach ein bisschen Releasepapier nehmen. Ja, ihr nehmt euch einfach Releasepapier, macht das dahin und stellt euch die Lampe dann drauf. Ach, das passt sogar. Ich hab ja Releasepapier 9x13, das passt perfekt drauf. Und ich verlinke euch mal die Lampe in der Infobeschreibung. Die gibt es in rosa, rosa, pink, in schwarz, auch in weiß. Ich fand die in rosa aber ganz schnucklig. Ich hätte die auch sonst in weiß genommen, aber rosa war jetzt nicht unbedingt viel Aufwand, beziehungsweise nicht viel Aufschlag.
Manchmal habt ihr aber Glück, dass zum Beispiel das Weiße günstiger ist wie das Schwarze oder das Rosa günstiger ist wie das Weiße und so weiter. Guckt einfach, was euch am besten gefällt. Entweder geht ihr nach dem Aussehen und sagt mir, egal, dann zahle ich 5 Euro mehr. Oder ihr sagt, nö, ich suche mir das Günstigste raus. Ich denke, die Leistung wird die gleiche sein. Also das wird keinen Unterschied machen. Es ist nur der Preis. Für mich war es aber egal. Ich habe jetzt für die Lampe, lasst mich lügen, 66 Euro, glaube ich, bezahlt. Und das ist für mich völlig in Ordnung für eine gute Lampe. Wir haben einen Adapter. Was wir dann vielleicht mal machen müssten, also wir brauchen auf jeden Fall Strom. Und wir haben einen An- und Ausschalter, den haben wir hier auch. Und wir brauchen Strom. Das heißt, wir können ihn gleich mal ausprobieren. Ich müsste nur gucken, wo ich einen freien Slot habe, um den irgendwo einzustecken. Ich suche derweil mal. Wir bauen es aber direkt mal zusammen. Also, Kabel ist Beine, könnt ihr stecken. Wenn ihr es nicht mehr braucht, könnt ihr es auch einfach rausziehen und dann wieder einstecken. Oder ihr könnt es halt an dem Ein- und Ausschalter ein- und ausmachen. Probieren wir gleich mal aus. Das Maßband kommt auf Seite. Ihr habt auf jeden Fall einen Schraubendreher dabei, finde ich sehr, sehr gut. Nicht immer hat jeder irgendwie alles im Hause. Hier ist auch noch eine Anleitung, wie man es machen muss. Und ja, was halt natürlich nicht steht, ist, wie rum man die Füße anbringt. Aber ich denke, mit dem Teil nach unten, das macht auf jeden Fall am meisten Sinn. Das werden wir jetzt auch einmal mal zusammen anschrauben. 1, 2, 3. Das sind auch keine Spitzenschrauben, das sind stumpfe Schrauben. So, ich baue die mal kurz an. So, dabei kleiner Tipp am Rande. Legt euch das so hin und dann schraubt ihr erstmal einen Fuß fest. Und das Gute ist, der kriegt ja jetzt Schlagseite so ein bisschen. Man könnte den anderen auch festschrauben. Ist mit zum Festschrauben tatsächlich gar nicht so einfach. Ihr könnt natürlich, wenn ihr jemanden habt, der euch da irgendwie die Sachen festhalten könnt, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, als wenn man es alleine macht. Aber alleine geht es tatsächlich auch mit ein bisschen probieren. Ihr müsst das Teil halt einfach nur gut festhalten. Sobald ihr eine Schraube schon angedreht habt, könnt ihr die andere dann halt auch relativ einfach eindrehen. Das geht tatsächlich richtig gut. Aber bis die erste drin ist, das dauert ein bisschen, weil ihr das Loch finden müsst. Das ist halt, da muss man halt gut gucken. Aber das kriegt man es hin. Das ist nichts, was man nicht hinkriegt. So, das heißt, es ist fest. So, steht das? Ja, es steht auch tatsächlich echt relativ sicher. Kippelt auch nicht. So, jetzt machen wir es mal an. Wir haben noch 2 Ersatzschrauben. Die brauche ich jetzt nicht. Das heißt, die kommen beiseite. Und dann machen wir das ganze Dings mal an. Wenn ich irgendwo was habe, wo ich das einstecken kann, heißt es. Ups. Ja, ihr seht, also an meiner Batterie hängt schon ein bisschen mehr. Und ich habe gerade mal das Ladekabel rausgezogen. So. Da ist das. Das ist cool. Oh, ihr könnt sogar mehrere. Seht ihr das? Ein. Dann kann man das noch heller machen und noch heller machen. Und es leuchtet mega gut. Richtig gut. Ich meine, für euch ist es jetzt einfach ein bisschen übersteuert. Aber es ist richtig hell. Ihr seht es. Machen wir das auch mal wieder aus, damit ihr wenigstens so ein bisschen wieder vernünftiges Licht habt. Sehr cool. Es leuchtet auf jeden Fall richtig gut aus. Was ja mega wichtig ist an der Ecke. So, einmal wieder umgesteckt. Dann können wir weitermachen. Finde ich richtig gut. Auch, dass man hier zum Beispiel noch sicherheitsmäßig einfach die Kabel kappen kann. Dann geht das halt auch aus. Ich weiß allerdings nicht, inwiefern man da eine Powerbank anschließen kann. Ob das funktioniert, wenn das von euch mal irgendjemand probiert hat, sagt mir mal bitte Bescheid. Das schiebe ich jetzt erstmal schon auf die Seite. Wie gesagt, der Link ist unten. Preislich finde ich das auch völlig in Ordnung. Und zum Painten wahrscheinlich gut, weil ihr müsst das ja auch nicht direkt vor eurer Nase stellen. Ihr könnt das jetzt, weiß ich nicht, so 30 cm wegstellen. Ihr habt trotzdem eine gute Ausleuchtung. Und ich muss keine Festbeleuchtung mehr anmachen. Sehr gut. Zum Drehen oder so kann ich es halt nicht benutzen. Aber ich will es halt hauptsächlich zum Painten benutzen, weil ich sonst immer das Problem habe, ich muss immer Festbeleuchtung anmachen. Und ja, auf Dauer kann das ganz schön ins Geld gehen. Ist halt so, wenn ihr da längere Stunden sitzt und ihr habt immer Festbeleuchtung an, ist das jetzt nicht besonders cool. Aber ja, deswegen brauchten wir eine Lösung, die haben wir jetzt. Und ich bin sehr happy damit, muss ich sagen. Und wenn ihr die Lampe euch zu Weihnachten gönnen möchtet, dann
sehr gerne. Ihr könnt den Link unten benutzen, wenn ihr möchtet. Und ja, dann bei Amazon shoppen. Da ist es nämlich preislich tatsächlich gut. Und wie gesagt, Amazon hat ja auch immer noch ein bisschen Kundenservice, wenn da irgendwas verloren geht oder nicht passt. Habt ihr zumindest die Möglichkeit, das umzutauschen, zu reklamieren und auch wieder zurückzuschicken. Was bei den China-Händlern natürlich nicht immer der Fall ist. Deswegen, ja, gut. Machen wir weiter. Ich habe aber noch weiter geshoppt. Und zwar habe ich euch ja noch Bilder gezeigt, die ich geshoppt habe. Und das hatte den Hintergrund, weil wir ja ein Event noch bald haben. Und zwar im November gibt es den Gnovember. Und der wird in Deutschland veranstaltet von der Heidi und von der Melli. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe bestimmt irgendwo noch ein Gnome-Bild. Aber erstens war ich zu faul zum Suchen. Und ich habe noch so ein ganz tolles auf Amazon gefunden. Und habe gedacht so, das muss mit. Mir egal, ob ich noch eins habe, ich gehe shoppen. Und habe ich gedacht, ach, wenn ich euch sowieso die Lampe zeige, dann kann ich euch die Bilder auch noch zeigen. Und dann habe ich direkt noch drei andere gefunden, die dann leider auch noch mit mussten. Und die zeige ich euch jetzt natürlich auch. Also, das ist das Erste. Das hat runde Steine. Jetzt muss ich mal gucken, wo das aufgeht. Und ich habe mir natürlich wieder Sachen ausgesucht, die ich cool finde und wo ich weiß, dass es ungefähr passt mit der Verpixelung. Das sind die Steine und ich zeige euch aber nur das Bild. Die Steine sind ganz normale runde Steine, es sind Acrylsteine. Hier ziemlich beigefarben gehalten. Und das ist dieses Bild. Und zwar ein Bienchenbild mit Home. Hier ist das Toolkit, ist ein ganz einfaches Toolkit dabei. Ein bisschen Wachs, ein Schälchen und ein Stift mit einem Dreieraufsetzer. Dreieraufsetzer ist ganz cool, weil wir hier ziemlich viel Dreierfelder haben. Hier sind nämlich die Waben und die kann man ganz gut mit dem Dreierfelder-Feldsetzer ausfüllen. Das ist übrigens das Bild. Und ich finde, dafür, dass es gepixelt ist, ist es echt cool gemacht. Was man machen könnte, ist hier zum Beispiel das Home in schwarzen AB-Stein setzen. Das leuchtet zwar so ein... Schwarze AB-Steine sind ein bisschen knifflig, weil die ja so ein bisschen wie so Scheiß aus Fliegen glitzern, so mit grün-blau. Aber würde, glaube ich, trotzdem für das Bild ganz gut passen, dass die so ein bisschen schillern. Nehmen wir Blümchen. Das ist ja jetzt kein, was jetzt irgendwie schwarz sein muss. Ihr könnt natürlich auch ein ganz, ganz dunkles Blau nehmen. Oder ihr nehmt einfach das Schwarz. Finde ich total cool. Aber ich finde die Bienchen halt auch richtig gut umgesetzt. Man kann auch erkennen, dass es Bienchen sind. Ja, es ist nicht, dass man das nicht erkennen kann. Auch die Blümchen sind relativ gut gerendert. Die haben ein bisschen Schattierungen drin, sodass sie nicht einfach nur innen drin so weiß sind, sondern dass man auch erkennen kann. Und hier auch die Bänderung von den ganzen Bienchen, die sind auch super erkennbar. Hier kann man noch die Flügelchen ein bisschen erahnen. Also ich finde es wirklich cool umgesetzt. Also für die Größe finde ich das wirklich gut umgesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vom Druck passt das für mich auch. Wir haben hier 23 Farben, nummeriert von 1 bis 8. Und dann kommen noch ein paar Buchstaben. Die DMC-Nummern stehen auch drauf. Das heißt, ihr könnt die Steinchen hinterher auch wegsortieren und für andere Projekte benutzen. Wir haben hier wahrscheinlich eine Größe von 25 x 35 cm. Schauen wir mal, messen wir mal nachher. Sind nur 24 cm, okay. Und gucken wir mal die Länge nach. Wie viel haben wir? Wir haben knapp 34 cm, also 6 cm fehlen an jeder Ecke. Normalerweise haben wir 25 x 35, kann man sich so orientieren. Hier ist es noch ein Zentimeter weniger. Aber ja, dessen muss man sich immer bewusst sein, dass man hier keine 30 x 40 zu bepaintende Fläche bekommt bei Amazon. Das ist zu 99% der Fälle nicht die zu bepaintende Fläche, sondern zu 99% der Fälle die Leinwandgröße. Muss man halt einfach wissen, aber ich finde es sehr cool. Mir gefällt das auf jeden Fall, das Bienchenbild. Finde ich sehr cool. Machen wir mal weiter. Ich lege ich mal beiseite. Dann haben wir das Bild. Guckt mal, da könnt ihr schon Happy lesen mit Herzchen. Das fand ich auch cool. Das hat übrigens 18 Farben. Ist eigentlich für diese Zeit jetzt ja eher ein untypisches Bild, aber ich glaube, das war sehr günstig. Und dann durfte das mit, weil es mir auch gefallen hat. Das ist ein Happy Valentine's Day, also eher was für Februar. Aber was ich sehr cool fand, ist, dass man die Schrift sehr gut lesen konnte. Trotz, dass es hier so verschnörkelt ist, kann man das sehr, sehr gut lesen.
Und auch die Herzen kommen sehr gut rüber. Das Auto kommt mega cool rüber. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gelungenes 30x40 Bild. Das Toolkit ist ein bisschen anders. Es hat noch ein Squishy dabei, zwei Stifte, einen Mehrfachaufsetzer und also zwei durchsichtige Stifte. Keine pinken, sondern durchsichtige. Ach ja, und Tütchen sind auch noch mit dabei. Finde ich aber sehr cool. Und mir gefällt das Bild sehr, sehr gut, weil auch die Herzchen kann man wirklich sehr gut erkennen. Die sind sehr, sehr schön gerendert. Und auch mit den Steinen und so. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich richtig gut. Auch die Schnur, man sieht es nicht. Man würde jetzt denken, ja, man sieht nur die Schnur im Hintergrund. Nein, man paintet auch die Schnur an sich. Die 7 ist überall die Schnur, die man paintet. Und das ist so ein dunkles Grau. Also von daher glaube ich, dass das auch hinterher richtig cool aussehen wird. Gefällt mir sehr gut. Ist es zwar, passt überhaupt nicht in die Jahreszeit, gar nicht, Leute, gar nicht. Aber hey, ne? Hier haben wir die Steine, das sind natürlich so beige und Rottöne und ein bisschen pink und rosa. Finde ich aber sehr cool. Auf der Tüte steht die Bildnummer drauf und die laufende Nummer. Bei dem ersten Bild stehen, ist dasselbe. Da steht auch die Bildnummer und die laufende Nummer drauf. Das heißt, ihr könnt die auch getrennt aufheben, wenn ihr sagt, ach, ich lager die getrennt, die Steine in die eine Kiste, die Leinwände irgendwo anders hin, in so eine Mappe rein zum Beispiel, dann könnt ihr die auch super getrennt aufbewahren. Aber sehr geiles Valentinsbild, sehr, sehr cool. Dann habe ich mir noch was ausgesucht, was ich auch sehr cool fand, und zwar einen bunten Panda. Panda geht auch, finde ich immer, und das ist auch tatsächlich ein Motiv, was richtig cool geht. Schaut mal. Ich kann euch noch mal gleich einblenden, was ich noch gefunden habe, was nicht so cool ist. Aber der Panda ist auch mega cool. Und auch in 30x40, finde ich, sieht das vermutlich hinterher richtig, richtig gut aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr gut gepixelt. Also wirklich, finde ich sehr, sehr schön. 25 Farben. Auch hier haben wir DMC-Nummer drauf. Und auch hier haben wir so ein etwas besseres Toolkit. Und hier haben wir auch wieder jede Menge Steinchen. Mit der laufenden Nummer und der Bildnummer. Ihr habt ja gesehen, dass das Bild, das war nicht geknickt, das war nur um die Steine gelegt. Also wir haben hier nur eine Biegung drin, aber keine echte Kante, also keine Falz, so wie ihr das normalerweise kennen würdet. Das ist beim Painten auch total unproblematisch. Ich hatte schon so ein ähnliches Bild mal gepaintet. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber ich finde das so schön. Ich verlinke euch die ganzen Bilder unten. Und ich glaube, diesmal dürften auch vielleicht noch alle Bilder da sein, weil das wirklich... Die Bilder habe ich heute und gestern erst bekommen. Also deswegen just in time. Die sollten alle noch verfügbar sein, wenn euch das ein oder andere Bild interessiert. Mega schönes Bild. Wirklich, finde ich super, super süß. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut, der Panda. Richtig cool. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zum Panda? Und jetzt kommen wir mal zu dem Bild, was ich eigentlich für euch wollte. Aber vorher zeige ich euch nochmal das, was ich gefunden habe. Ich wollte euch ja nochmal zeigen, was überhaupt nicht geht. Und jetzt zeige ich euch mal ein Bild, was auch überhaupt nicht funktioniert. Ich gucke mal parallel bei mir in meine Bilder rein. Ich habe das ja gescreenshottet. Wollte mal gucken. Genau, ich habe euch mal ein Bild gezeigt. Einmal das Original, wie das auf der Seite aussieht. Und einmal tatsächlich das Bild, wie es dann quasi gepixelt aussieht. Das zeige ich euch auch jetzt mal. Und Leute, lasst die Finger von solchen Sachen. Das sieht in 30x40 bescheiden aus. Wenn ihr eine der vier Zeilen als einzelnes Bild hättet in 25 mal 40 oder so oder 50, 25 mal 50 wirklich als langgezogenes Bild, dann würde ich sagen, ja, dann würde es noch funktionieren, aber nicht in der Größe. Das funktioniert nie und nimmer. Ihr seht es ja, ihr seht es, wie es gepixelt aussieht, und damit habt ihr gar keine Freude. Damit habt ihr null Freude. Lasst sowas sein. Ich habe hier nochmal ein anderes Bild für euch. Das ist ein Winterbild. Das Bild an sich ist mega schön. Mega schön, Leute. Aber es gab keine Vorschau. Und wenn ihr euch das Bild bestellt, werdet ihr nicht glücklich damit. Ihr werdet mit so einem Bild in 30x40 nicht glücklich, weil ihr nämlich nichts erkennt.
Deswegen bei solchen Sachen, lasst die Finger davon, was sehr, sehr kleine Motive angeht oder sehr in den Hintergrund gerückte Motive. So wie bei diesem Bild hier, da werdet ihr nicht glücklich, das sieht nicht gut aus. Da lasst die Finger weg, holt euch lieber so eins, wie ihr jetzt hier seht, schön den Panda, schön im Vordergrund. Oder die anderen Bilder, die eignen sich auch, aber das, was ich euch gezeigt habe, die zwei Beispiele, nein, tut es nicht. Ihr tut euch keinen Gefallen damit. Wenn ihr euch nicht sicher seid und sagt, ah, ich habe was gesehen, Janine, sag mir doch mal, sieht das gut aus oder sieht das nicht gut aus? Dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Dann kann ich mit euch mal drüber gucken. Und vielleicht findet sich ja dann eine Vorschau, wo man sich dann schon mal zumindest angucken kann, wie es denn aussieht. Wenn keine Vorschau dabei ist, dann, ja, ich finde es immer dann schwierig. Wenn ihr so ein großes Motiv habt, dann klappt das in der Regel relativ gut. Aber bei solchen anderen Motiven ist es halt sehr, sehr schwierig. Deswegen würde ich da sagen, lasst eher die Finger davon und macht es nicht. Weil dann gebt ihr nur Geld aus für ein Bild, wo ihr euch hinterher drüber ärgert. Und wo ihr im Zweifelsfall auch euer Geld nicht wieder bekommt, weil es hättet ihr ja im Vorfeld wissen können. Ne? So, ich verstehe halt auch nicht, warum man solche Bilder überhaupt anbietet. Weil man weiß ganz genau, dass es eigentlich nicht gut aussieht, aber man bietet solche Bilder an. Würde für mich zum Beispiel gar nicht in die Tüte kommen. So, und jetzt haben wir das eigentliche Bild, weshalb ich eigentlich bestellt hatte. Und weshalb ich mich auch so gefreut habe, dass meine Lampe auch schon da ist, dass ich euch das nämlich zusammen zeigen kann. Und zwar für den November. Gnome Sweet Gnome. Und zwar habe ich hier die Steine. Ihr seht schon, viel rosa, viel pink, ein bisschen dunkle Farben. Ein ganz einfaches Toolkit. Kommt beiseite, brauche ich nicht. Aber jetzt zeige ich euch das Bild. Und das ist, sind zwei süße kleine Gnome. Einmal mit einem Geschenk und einmal mit einem Love-Herzchen. Da weiß ich leider nicht, wie es rauskommt. Wir schauen mal. Aber das fand ich so süß. Vor allem, was ich richtig cool finde, ist, dass die Schrift sehr wahrscheinlich richtig gut durchkommt. Werde ich ja beim Painten merken, aber ich hoffe es. Drückt mir bitte die Daumen, dass die Schrift gut rauskommt. So sieht es erstmal gut aus. Wir müssen gucken, wie es funktioniert. Wenn ich passende AB-Steinchen habe, werde ich hier wahrscheinlich auch noch irgendwo AB-Steine einsetzen. Ich muss mal gucken, was ich genau einsetze. Ich werde mit euch das Bild allerdings abkitten. Also das werden wir zusammen abkitten in einem der nächsten Videos vermutlich. Und dann können wir auch zusammen mal schauen, wo wir dann AB-Steine einsetzen. Also falls euch das interessiert, dann bleibt einfach dran, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Dann könnt ihr das natürlich kostenlos selbstverständlich machen. Ihr könnt auch das Glöckchen aktivieren, wenn ihr möchtet. Dann verpasst ihr definitiv nichts. Und dann kriegt ihr auch das Video mit, wenn ich mit euch das Bild abkitte. Weil das ist für mich eine Pflicht. Lektüre hätte ich jetzt mal gesagt, aber eine Pflichtveranstaltung, weil ich painte nicht aus diesen Tütchen, sondern kitte mir das entsprechend um. Ich habe auch schon eine Idee, was wir da nutzen und das zeige ich euch dann auch später. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Also wenn ihr sehen wollt, was wir da austauschen und so, dann würde ich sagen, guckt einfach beim nächsten Video mit da rein. Falls euch der November auch interessiert, verlinke ich euch mal die Gruppe von dem November Event. Könnt ihr euch gerne noch anmelden. Bitte, wenn ihr euch da anmeldet, lest die Regeln, bestätigt die Regeln, beantwortet bitte alle Fragen. Ansonsten werdet ihr nicht in die Gruppe gelassen. Das ist wirklich wichtig. Und ich habe auch erst überlegt, mache ich mit, mache ich nicht mit, mache ich mit, mache ich nicht mit. Also ich werde auf jeden Fall mitmachen. Und wenn ich nur als stiller Zuschauer mitmache, vielleicht kann ich euch auch mitnehmen. Ich muss zwar für den Shop noch ein bisschen was machen, aber es wird sich auf jeden Fall Zeit finden. Auf jeden Fall, weil finde ich sehr, sehr cool. Halloween ist ja schon fast vorbei, aber auch ich habe da ein bisschen fleißig an meinem Halloween-Bild weiter gepaintet, beziehungsweise so in die Richtung Halloween und werde aber nicht fertig bis 31.10., das weiß ich auch. Aber der November steht ja vor der Tür, warum nicht dann einfach ein neues Projekt machen? Wer kennt es denn nicht, ne? Wir starten einfach ganz viele Projekte und dann wundern wir uns, warum wir überall angefangene Projekte rumliegen haben. Das macht aber nichts. Es ist okay. Es ist völlig okay, Leute. Falls euch eines der Bilder gefällt, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne losshoppen. Die Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Auch von der Lampe, von den Bildern und so weiter. Ich verlinke euch die Bilder, die nicht gut sind, die verlinke ich euch nicht oder wollte die verlinkt haben. Falls einer von euch das Bild verlinkt haben will, sagt einfach Bescheid. Dann musste ich nochmal suchen, aber die habe ich jetzt natürlich nicht irgendwie mir rausgesucht, die Links. Aber wie gesagt, wenn ihr solche Bilder seht,
bitte bestellt die nicht. Tut euch den Gefallen, bitte bestellt sie nicht. Es sei denn, die Bilder kosten irgendwie 1,50 Euro, dann könnt ihr die Bilder vielleicht bestellen und die Steine einfach andersweitig verwenden. Die Leinwand könnt ihr in der Regel nicht verwenden, weil es halt für runde Steine sind. Die könnt ihr halt für die Eckigen nicht irgendwie zwangs- oder ja switchen, für irgendwas anderes verwenden, weil bei rund habt ihr immer Zwischenräume, deswegen macht das keinen Sinn. Die für irgendwelche anderen Projekte dann mitzunutzen. Bei rund bringt das nichts. Bei eckig würde es tatsächlich funktionieren. Bei rund halt leider nicht. Aber ja, so viel mit mir. Ich habe euch doch schöne Sachen gezeigt. Und wie findet ihr meinen Einkauf? Der ist cool, oder? Eigentlich ist das ein richtig schöner, cooler Amazon-Einkauf. Und wenn ihr natürlich Prime Days habt oder Black Friday, der kommt ja, glaube ich, auch noch. Oder war der schon? Ich weiß es gar nicht. War der Black Friday schon? Kommt nochmal. Es kommen ja immer mal wieder Angebote. Schaut einfach rein. Packt euch das auf die Wunschliste. Und vielleicht habt ihr dann nochmal irgendwann Glück, dass die Sachen alle nochmal reduziert sind. Bei Prime habt ihr zwischendurch auch schon mal häufiger Angebotstage, wo das eine oder andere dann schon mal reduziert ist. Könnt ihr einfach mal schauen. Und wenn ihr was im Angebot habt, dann schlagt halt zu. Aber so könnt ihr euch die Sachen dann zumindest schon mal auf die Wunschliste werfen. Wenn ihr sagt, ja, die find ich cool, die Bilder. Aber momentan geht's noch nicht, dann schmeißt euch die einfach auf die Wunschliste, macht ein Herzchen dran und dann habt ihr die auf jeden Fall in eurer Wunschliste. Genau, das war's von mir. Ich habe sonst gar nichts mehr. Also es ist jetzt nicht so ein Mega-Haul, aber ein sehr, sehr cooler Haul. Und mein Bild für Gnome habe ich auch. Gnome-Bilder gibt es auf jeden Fall viele und auch so in die Richtung hier AI-Art gibt es halt auch mittlerweile richtig viel. Also auch sowas hier. Da muss man halt immer nur gucken, ob das von der Verpixelung her passt und wenn, dann, ja. Und das preislich halt auch noch im Rahmen liegt, wenn ihr sagt, ja, ich will aber nicht mehr als XYZ ausgeben, dann müsst ihr halt ein bisschen gucken. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen teurer als die anderen, aber ihr seht es ja, wenn ihr die Links aufmacht. Ihr Lieben, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen ganz entspannten Tag. Lasst euch nicht ärgern, habt Spaß bei dem, was ihr auch immer tut. Schreibt mir mal eure Favoriten unten in die Videobeschreibung rein. Welches Bild ist euer Favorit? Und habt ihr vielleicht auch schon so eine Bogenlampe? Und wenn ja, wie findet ihr die? Hat sich die Anschaffung gelohnt oder sagt ihr, ne, für mich hat sie sich absolut nicht gelohnt, weil? Begründet das bitte, weil es ist für jeden interessant auch zu lesen, weil bei den Amazon-Bewertungen kann ja drinstehen, was auch immer will. Ich glaube, unsere Bewertungen sind da schon ein bisschen echter. Und falls ihr da irgendwelche negativen Erfahrungen mitgemacht habt oder sagt, nee, das ist nicht gut, weil, dann schreibt es mal rein. Das hilft vielleicht dem einen oder anderen auch, wenn er sich überlegt, die Lampe zu kaufen und noch am Überlegen ist. Und dann kann er ja sagen, okay, habe ich zur Kenntnis genommen, aber ist für mich völlig in Ordnung, ich kaufe mir die trotzdem. Ja, so kann man dann den Leuten bei der Entscheidung vielleicht auch noch ein bisschen helfen. Ihr Lieben, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch noch was und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.